Hey Leute, hier ist wieder euer Matrix am Start mit einem neuen unendlich Geldglitch für euch und zwar einen Solo-Geldglitch. Leute, jawohl, ich habe es endlich wieder geschafft oder besser gesagt, wir haben es endlich geschafft, die Community für euch einen Geldglitch zu finden. Und zwar, wir haben mehrere Glitche gefunden, die wurden aber meistens um 12 Uhr gleich wieder gepatcht von Rockstar Games. Und jetzt haben wir einen Glitch, der wohl schon 2 Tage aktuell ist und deswegen zeigen wir euch hier diesen Glitch bei mir auf meinem Kanal. Also, was braucht ihr für diesen Glitch? Einfach nur einen Sportwagen. Keinen Supersportwagen, nur einen Sportwagen. Und ihr braucht 2 Garagen, also 2 Apartments. In dem Fall die 2. Garage oder Apartment ist vollkommen egal, welche das ist. Ich habe jetzt einfach die genommen, weil die in der Nähe des 400.000 Dollar Apartments ist. Und dieses Apartment braucht ihr, also das 400.000 Dollar Apartment, das ist sehr wichtig, dass ihr das habt. So, jetzt fahrt ihr mit eurem Sportwagen, wie gesagt, es ist egal welcher Sportwagen, er sollte nur getuned sein. Einfach hoch zu eurem anderen Apartment. Und dann muss eure Garage voll sein, Leute. So, ich zeige euch hier, dass meine Garage voll ist. Und wenn ich da hinfahre, kommt dieses Zeichen, dass die Garage voll ist, was wir da auch noch brauchen. Und als nächsten Schritt kaufen wir uns einen Karrenrebell. Wie in allen anderen Glitches oder fast allen anderen Glitches brauchen wir mal wieder einen Karrenrebell. Das 0 plus Ultra beim Glitchen in GTA 5 Karrenrebell. So, Leute. Und wenn wir diesen Karrenrebell gekauft haben, ist es sehr, sehr wichtig. Ihr braucht extremes Timing. Ihr braucht im Handy eine Mission. Egal welche, vollkommen wurscht, welche Mission es ist. So, jetzt geht ihr so weit, dass ihr sie starten könnt. Jetzt fahrt ihr hin und kurz bevor dieses Garage vollkommt, müsst ihr X drücken. Wenn ihr dann hier drin seid, auf dieser Fehlermeldung, Garage voll, müsst ihr warten und dann auch X drücken. Dann kommt ihr in die Mission automatisch rein. Hier wartet ihr auch 5 Sekunden ungefähr und drückt dann wieder Kreis für Mission verlassen, Leute. So, Kreis drücken, hier bestätigen, dass ihr die Mission verlassen wollt und dann werdet ihr in der Garage gespawnt. So, jetzt kommt der Karrenrebell, dem, wo ihr vorher gekauft habt. Der wird hier noch unsichtbar angezeigt, weil er noch nicht geliefert ist. Und da setzt ihr euer Auto jetzt drauf. So, Leute, jetzt ist das Auto schon kopiert und jetzt geht ihr einfach nach draußen. Da steht dann euer kopierter Buffalo. Falls draußen kein Buffalo steht, Leute, müsst ihr einmal kurz eure PS3 neu starten. Wie ihr ja wisst, manchmal ist GTA 5 ein bisschen buggy. So, aber wenn ihr das schnell macht, könnt ihr das alle 3 Minuten machen. So, ich zeige euch jetzt hier natürlich noch, dass das Auto draußen steht. Hier links steht euer kopierter Buffalo und den dürft ihr jetzt noch nicht gleich verkaufen, sondern ihr müsst ihn erst einmal in die Garage reinfahren, sodass beide Autos abgespeichert werden. Und jetzt könnt ihr theoretisch euer Auto verkaufen oder ihr macht es 10-mal hintereinander. Hier bei der Fehlermeldung auch wieder X drücken. Ganz einfach X, dann fahrt ihr rein und dann müsst ihr euren Buffalo natürlich noch ersetzen, weil wie gesagt, eure Garage muss ja voll sein. So, Leute. Und wenn ihr hier euren Buffalo wieder reingesetzt habt, nehmt ihr einfach den anderen und verkauft ihn. Und dann bekommt ihr, also ich bekomme hier, ich habe bis zur Hälfte getuned, 191.000. Ihr könntet bis zu 250.000 bekommen, Leute. Würde ich so mal schätzen, wenn er voll aufgetuned ist. Und ihr könnt natürlich auch diesen Glitch so oft machen, dass eure Garage komplett voll ist mit Buffalos oder anderen Sportwagen, je nachdem, was ihr benutzt. Und dann könnt ihr alle 10 auf einmal verkaufen. Aber wenn man schnell ist, schafft man diesen Glitch in 3 Minuten. Und jetzt fahren wir natürlich noch zum LMS Customs runter und verkaufen unseren Buffalo. Dass ihr natürlich auch sehen könnt, wie viel Kohle wir kriegen. Und das ist, ihr müsst beachten, es ist ein Solo-Glitch und zurzeit gibt es fast keine Geldglitche. Und das ist ein Hammer-Glitch, Leute. Hier kann es manchmal sein, dass es ein bisschen buggy ist, dass ihr durch die Garage durchschauen könnt. Ob es so immer so ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Bei mir ist es meistens so, aber das ist eigentlich vollkommen egal. Und jetzt nochmal kurz zu einem anderen Thema. Ich mache ja zurzeit, währenddessen ich 2 Wochen Urlaub habe, jeden Abend um 18 Uhr einen Livestream auf Diablo, vielleicht auch nächste Woche BO2, je nachdem. Auf jeden Fall werde ich diese Woche um 18 Uhr immer streamen Diablo 3, also Second Souls oder wie das neue DLC heißt, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich habe es mir auf der PS4 geholt
Und ich werde das jetzt immer zocken. Und ihr könnt mir live dabei sein und natürlich auch zuschauen und alles. Und mir mal Fragen stellen, was auch immer geht. Ich bin auch gleichzeitig immer auch auf dem Teamspeak. Könnt ihr mal reinkommen, mit mir quatschen oder so, was ihr wollt. Und hier kommen wir nochmal zum Glitch. Hier könnt ihr jetzt sehen, dass ich 191.000 bekomme. Zack, fette Kohle. Und ich kann nur sagen, hammergeiler Solo-Glitch. Bei German Glitch TV auf dem Kanal könnt ihr den auch sehen. Und jetzt wollte ich eigentlich nochmal zurückkommen zu meinen Abonnenten. Und erstmal zeige ich euch natürlich auch noch, dass ich meinen Buffalo noch habe und dass ich ihn nicht verloren habe. So, und jetzt kommen wir zu meinen Abonnenten. Viele Abonnenten schreiben, Matrix, du bist super und alles. Und ich kann dazu nur eins sagen, Leute, nicht ich bin super, sondern ihr meine Abonnenten, schreibt immer viele Kommentare, gebt mir Daumen hoch, schreibt mir, was gerade aktuell ist, Leute, unter die Videos, ob die Glitche noch gehen oder auch nicht. Ich finde das einfach so geil und deswegen kann ich nur sagen, nicht ich bin cool, sondern meine Abonnenten. Und nochmal zu Rockstar. Rockstar, ihr werdet es nicht schaffen, uns aufzuhalten. Ihr werdet es einfach nicht schaffen, uns aufzuhalten. Wir finden immer neue Glitche. Es ist einfach der Hammer. Für unsere Abonnenten tun wir einfach alles. Und nochmal dazu, hier ist der Buffalo, der Glitch funktioniert. Euer Matrix, vergesst nicht Daumen nach oben oder bei uns auf dem Teamspeak vorbeizuschauen. Also, ciao Leute, viel Spaß bei den nächsten Videos.